Manche Tiere verstehen sich einfach nicht und wenn sie aufeinandertreffen, kann es schnell schiefgehen. Hast du schon mal ein Nilpferd und einen Löwen bei einem Date gesehen? Und was ist mit einer Ratte und einer Krähe? Wenn du ein paar böse Konfrontationen sehen willst, dann bleib unbedingt dran, denn wir zählen die 15 gnadenlosesten Tierkämpfe auf, die du je gesehen hast. Nummer 15. Hund gegen Eidechse. Ich vermute, dass Hunde und Eidechsen nicht die besten Freunde sind. In diesem ersten Video sehen wir genau, warum das so ist. Der Hund umkreist die Eidechse und versucht einen Weg zu finden, sie zu beißen. Die Eidechse hält Wache und wedelt mit dem Schwanz, um den Hund zu verscheuchen, aber der Hund besteht darauf und will mit der Eidechse kämpfen. Es passiert nicht viel, außer dass der Hund versucht, die Eidechse in den Schwanz zu beißen. Die Eidechse flüchtet schließlich in das höhere Gras, wo der Hund langsam das Interesse an dem Reptil verliert. In unserem nächsten Video ist der Angreifer diesmal die Eidechse, die den Hund mehrmals angreift, bis sie beide die Straße hinunterstürzen und der Hund den Hals der Eidechse fest im Griff hat. Die Eidechse schafft es, sich zu befreien, aber es sieht aus, als wäre sie verletzt. Ein zweiter Hund stürzt sich in den Kampf und es sieht so aus, als wäre er der Zwergbruder des ersten Hundes. Die Eidechse wehrt beide ab und es sieht so aus, als ob es ihr gut geht. Vorerst. Als nächstes wird die große Eidechse von vier Hunden umringt, die zwar viel bellen, aber das war's auch schon. Keiner der Hunde scheint den Mut zu haben, den ersten Schritt zu machen, also verspotten sie die Eidechse nur und ärgern sie bis zum Umfallen. Der nächste Hund verschwendet keine Zeit und beißt die Eidechse sofort mehrmals in das Mittelteil, sodass sie sich schneidet. Die Eidechse versucht die Angriffe so gut wie möglich abzuwehren, aber es sieht so aus, als hätte der Hund in diesem Fall die Oberhand. Schließlich jagen diese drei Hunde den Varan, aber außer ein bisschen Bellen und Rennen bringen sie nicht viel zustande. Nummer 14. Vogel gegen Gottesanbeterin. Die Gottesanbeterin kann von bestimmten Vögeln erbeutet werden. Aber es ist nie leicht für einen Vogel, der versucht, es mit diesem mörderischen Insekt aufzunehmen. Die meisten Menschen wissen, wie tödlich die Gottesanbeterin ist und ich glaube, dieser kleine Vogel weiß das auch. Denn so sehr er auch hin und her fliegt und versucht, einen Winkel zu finden, um das Killerinsekt anzugreifen, er kommt nie nah genug heran, damit die Gottesanbeterin ihren tödlichen Schlag ausführen kann. In unserem nächsten Clip schießt der Vogel ein paar Mal auf die Gottesanbeterin, aber die Gottesanbeterin bleibt standhaft, bis eine verrückte Echse aus dem Nichts auftaucht und die Gottesanbeterin angreift. Der Vogel merkt, dass zu viel los ist und beschließt wegzufliegen. Alle anderen Vögel, die es mit der Gottesanbeterin aufnehmen, zögern und schaffen es nicht, sie zu töten, genau wie dieser andere Vogel, der sich in das Gebiet der Gottesanbeterin einmischt, ohne etwas zu erreichen. Aber dieser Kardinal verschwendet keine Zeit und schnappt sich die Gottesanbeterin, nachdem er sie ein paar Mal angeknabbert hat und fliegt mit seiner Mahlzeit nach Hause. Ich schätze, die Gottesanbeterin kann nicht immer gewinnen. Schließlich beißt eine weitere Gottesanbeterin ins Gras, als dieser Vogel ihr eine ordentliche Tracht Prügel verpasst, aber die Gottesanbeterin versucht sich zu wehren, egal was passiert. Nummer 13. Bär gegen Löwe. Wenn es ein Tier gibt, das es mit einem Löwen aufnehmen kann, dann ist es definitiv ein Bär. Natürlich werden viele der großen und mächtigen Bären, wie der Eisbär und der Grizzlybär, nie mit einem Löwen konfrontiert, weil sie einfach nicht auf demselben Kontinent leben. Aber in diesem Zoo interessiert sich ein Schwarzbär für etwas, das der Löwe hat. Der Bär bemerkt, dass der Löwe etwas zu essen hat. Du weißt ja, wie Bären und andere wilde Tiere sind, wenn es um Futter geht. Der Bär zögert keine Sekunde und nähert sich dem Löwen, um zu sehen, was es zu essen gibt. Aber der Löwe dreht durch und versucht, den Bären zu beißen und die beiden geraten ein paar Sekunden lang aneinander, bevor der Bär abhaut. Ich frage mich, was ein Bär im Löwengehege eines Zoos zu suchen hat. Als nächstes sind in dieser Sequenz ein Bär und ein Löwe in einen tödlichen Kampf verwickelt. Der Kampf scheint ziemlich ausgeglichen zu sein. Aber dies ist ein Film und es ist wahrscheinlich auch ein wenig Tricksen im Spiel. Am Ende rennt der Bär davon und der Löwe jagt ihn davon. Die Bären, die wir in diesen Videos gesehen haben, waren wohl nicht sehr groß. Aber ich bin sicher, dass es eine andere Geschichte wäre, wenn es ein Eisbär oder ein Grizzlybär gewesen wäre. Nummer 12. Nashorn gegen Büffel. Zum Pech der Büffel sind die Nashörner größer als sie selbst. Das Nashorn wäre viel stärker als ein Büffel und würde ihn leicht besiegen. Der Büffel würde durch einen Angriff des Nashorns ernsthaft verletzt werden, obwohl die meisten Angriffe der Nashörner Bluff sind.
Ich schätze, der Büffel in unserem nächsten Video hat die E-Mail nicht bekommen und beschließt, es mit dem Nashorn in einem Zweikampf aufzunehmen. Das Nashorn ist alleine schon wegen der Größe seines Horns im Vorteil und kann den Büffel damit leicht treffen. Wenn das Nashorn den Büffel flankiert, bringt es ihn sogar zu Fall, weil es größer ist. Allein der Aufprall seines Körpers auf den Kaffernbüffel reicht aus, um ihn zu Fall zu bringen. Ich muss sagen, dass der Büffel hartnäckig ist und nicht aufgibt, egal was das Nashorn ihm entgegensetzt. Nur ein kleiner Ratschlag. Als nächstes treten in diesem Tag-Team-Kampf zwei Nashörner gegen zwei Büffel an. Die vier Tiere stehen sich gegenüber und gerade als der Kampf beginnen soll, beschließen die vier Tiere zu meditieren. Schließlich macht dieses Spitzmaul-Nashorn einen Spaziergang im Büffelgebiet, aber die Büffel liegen auf dem Boden und genießen die Sonne, ohne sich um das massive, gehörnte Tier zu kümmern. Nummer 11. Leopard gegen Eidechse. Warane sind angriffslustige Reptilien und dieser Leopard musste das feststellen, als er versuchte, sich einem von ihnen zu nähern. Ich finde es toll, wie Großkatzen reagieren, wenn sie ein Tier sehen, mit dem sie nicht vertraut sind oder das sie normalerweise gar nicht jagen. Wenn sie eine Gazelle oder ein Zebra sehen, wissen sie genau, was zu tun ist. Aber sieh dir diesen Leoparden an, der zögerlich seine Pfote an die Eidechse legt. Die Eidechse schwingt ihren Schwanz, um die Katze zu schlagen, damit sie weiß, dass es nicht einfach sein wird. Am Ende gibt die Katze die Jagd auf, falls es überhaupt jemals eine gegeben hat. Der nächste Clip zeigt einen jungen Leoparden, der ebenfalls keine Ahnung hat, was er mit einer Eidechse anfangen soll, die mit dem Schwanz nach allem schlägt, was sie treffen kann. Ein anderer junger Leopard beschließt, sich einfach neben die Eidechse zu legen, um die Natur zu betrachten. Die Eidechse stört die Katze nicht und die Katze ist ratlos, also beschließt sie, spazieren zu gehen, um zu sehen, ob sie etwas Interessanteres zu tun findet. Nummer 10. Nilpferd gegen Löwe. In unserem ersten Video erlebte diese Löwin die Überraschung ihres Lebens, als sie ein ruhendes Nilpferd störte. Wahrscheinlich war die Löwin auf ihrem Streifzug durch die Masai Mara an einer Mahlzeit interessiert und näherte sich dem Nilpferd, um es zu untersuchen. Doch das kolossale Tier jagte der riesigen Katze einen gehörigen Schrecken ein, als es sich sofort umdrehte und sie zu jagen begann. Nilpferde gelten als die gefährlichsten Säugetiere Afrikas und töten jedes Jahr etwa 2900 Menschen. Kein Wunder, denn ihre Mammutkiefer sind extrem stark. Ihre Zähne wiegen durchschnittlich 3 Kilogramm pro Stück und können bis zu 1 Meter lang werden. Erstaunlicherweise können diese gigantischen Tiere auch bis zu 20 km/h laufen, sodass es ein leichtes ist, Gegner anzugreifen. Selbst so wilde Raubtiere wie Löwen haben Grund, in der Nähe dieser riesigen Tiere vorsichtig zu sein, wie diese Löwin erfahren musste, als sie ihnen zu nahe kam. Irgendwann packte das Nilpferd die Löwin sogar am Hals und warf sie mühelos herum. Irgendwie konnte sich die Löwin befreien und entkam nur knapp mit dem Leben. Als nächstes sieh dir an, wie dieses Nilpferd einen Löwen aus seiner Wasserstelle verjagt. Nilpferde sind extrem territorial und egal, ob es sich um Silvester, die Katze oder Simba, den Löwen handelt, dieses Nilpferd schreckt vor nichts zurück. Das folgende Video zeigt ein verletztes Nilpferd, das gegen 5 erwachsene Löwen kämpft. Im trockenen Mai schliefen zufällig 2 männliche Löwen auf der Kammlinie, als dieses riesige Nilpferd versuchte, seinen Weg zu einer begrenzten Menge Wasser zu finden. Als das Nilpferd kreiste, wurden die männlichen Löwen alarmiert und riefen ihr Rudel herbei, das blitzschnell mit 3 Löwinnen und 4 Jungtieren eintraf. Die erwachsenen Raubtiere machten sich an die Arbeit, bissen und krallten sich in den Rücken des Nilpferds, um es zu Fall zu bringen. In diesem Fall hat das hungrige Rudel anscheinend mehr abgebissen, als es kauen konnte. Und das Nilpferd hat sich in Sicherheit gebracht. Nummer 9. Aggressiver Esel. Auf Bauernhöfen können Esel ein großes Problem darstellen, weil sie sich nicht wehren können und einen tödlichen Tritt auf 2 Hufen haben. Auf einigen Ranches in den Vereinigten Staaten dienen sie immer noch als Wächter gegen Kojoten. Dieses Video zeigt, wie gewalttätig ein Esel werden kann, wenn er eine kleine Ziege am Hals packt und sie tötet. Dieses Tier soll die anderen Tiere eigentlich vor Kojoten schützen. Und doch richtet es Schaden an. Wer braucht schon Feinde, wenn man solche Freunde hat? Als nächstes tötet dieser Esel einen Fuchs, ohne ein Problem zu haben. Ich wusste gar nicht, dass Esel so tödliche Bisse haben. In unserem nächsten Video legt sich diese Hyäne mit dem falschen Esel an. Man sollte meinen, dass eine Hyäne die Oberhand über einen Esel hat. Aber wie du in diesem Video sehen kannst, ist das ganz und gar nicht der Fall. Der Esel macht mit der Hyäne kurzen Prozess, als wäre sie eine Hauskatze. Schließlich verpasst der weiße Esel dem Schwein eine Tracht Prügel, aber das Schwein schafft es, sich lebend aus dem Griff des Esels zu befreien. Es gibt einen glücklichen Überlebenden von dem Haufen, den wir gerade gesehen haben. Nummer 8. Leopard gegen Büffel.
Leoparden sind geschickte und heimliche Jäger und haben kräftige Kiefer, aber sie sind keine Großkatzen. Einen ausgewachsenen Büffel zu erlegen, wäre für einen Leoparden eine gewaltige Aufgabe. Und du kannst sehen, was ich meine, wenn dieser Leopard sich an den Büffel heranschleicht und ihn kaum kitzelt. Als nächstes sehen wir einen Leoparden, der den Kadaver eines Büffels frisst. In unserem nächsten Video geht dieser Leopard auf zwei Büffel zu, die im Wasser liegen. Dieser Leopard ist entweder extrem selbstbewusst oder er ist verrückt. Es sieht so aus, als wollte der Leopard den Büffeln sagen, dass er sie gerne fressen würde. Aber er weiß, dass er das nicht kann und die Büffel sagen dem Leoparden, dass er sein Glück mit ihnen versuchen soll, um zu sehen, was dann passieren wird. Die Büffel reagieren nicht sonderlich verwundernswert, weil sie wissen, dass die Katze ihnen nichts anhaben kann. Sie machen sich nicht einmal die Mühe, die Katze anzugreifen und die Katze geht fröhlich weiter auf der Suche nach etwas zu tun. In unserem nächsten Video verschwendet dieser Leopard keine Zeit und stürzt sich auf einen Büffel. Der Rest der Herde schaut sich die Vögel an, bis auf einen anderen Büffel, der die Großkatze so erschreckt, dass sie sich zurückzieht und auf einen Baum klettert. Auch wenn es nicht ganz klar war, glaube ich, dass der Leopard ein Kalb angegriffen hat. Das würde Sinn machen, denn die Erwachsenen sind viel zu groß. Diesmal ist es der Büffel, der es auf den Leoparden abgesehen hat und der Leopard findet keine andere Lösung, als sich auf einem Baum zu verstecken. Nummer 7. Hund gegen Schlange. Hunde reagieren auf alles, was ihr Revier betritt. Und dieser Rottweiler ist da nicht anders. Der Hund regt sich über eine Schlange auf, die in sein Revier eindringt, aber die Schlange versucht nur zu entkommen. Sie will nicht mit dem Hund kämpfen, aber der Hund besteht darauf. Gerade als die Schlange zur Flucht ansetzt, schnappte der Hund sie und versucht sie in Stücke zu reißen, bevor er sie auf den Boden wirft. Auf dem Boden angekommen, bewegt sich die Schlange nicht mehr. Täuscht sie ihren Tod vor oder ist sie es wirklich? Ich wusste nicht, dass Rottweiler Schlangenjäger sind. Aber hier ist ein anderer Rottweiler, der es auf eine Schlange abgesehen hat und die Schlange genießt ihre Zeit mit dem großen Köter gar nicht. Ich schätze, dieser Hund hat Reptiliensuppe zum Abendessen. In unserem nächsten Video enthaupten diese beiden Hunde die arme Schlange, die zu fliehen versucht. Ich schätze, diese Schlangen sind nicht giftig oder sie wissen einfach nicht, wie man Hunde beißt. Dieser kleine weiße Hund hat sich wohl mehr vorgenommen, als er kauen kann, denn er folgte dieser kleinen Schlange überall hin. Die Schlange weicht dem Hund aus und ist kein bisschen konfrontativ. Ich schätze, dieser Kampf, falls es überhaupt einen gab, endet mit einem Unentschieden. Jetzt hat der Hund alle Hände voll zu tun, als eine Python versucht, ihn zu ersticken. Der Hund kämpft mit aller Kraft und versucht, sich von der großen Schlange zu befreien. Aber das ist leichter gesagt als getan. Als es so aussieht, als würde der Hund gebraten, gekocht und gegrillt werden, entkommt er trotz aller Widrigkeiten. Nummer 6. Impala vs. Katzen. Der Körperbau eines Impalas ist ein Kompromiss, der es ihm ermöglicht, sowohl bei der Nahrungssuche als auch beim schnellen Sprinten gut zu sein. Der Impala ist nicht schnell genug, um einen Geparden im Sprint zu schlagen, aber er entkommt dem Griff des Geparden oft. In unserem ersten Video hat das Impala tatsächlich Glück, denn die Gepardenmutter trainiert gerade ihre Jungen und mischt sich nicht ein. Es ist offensichtlich, dass die Jungen noch nicht so weit sind, ein so großes Tier zu erlegen, aber mit etwas Übung wird es ihnen sicher irgendwann gelingen. Es hätte auch für die Katzen gefährlich werden können, wenn das Impala ihnen eine ins Gesicht getreten hätte. Als nächstes trainiert dieser erwachsene Gepard seine Jungen, aber es gelingt ihm, das kleinere Impala leicht zu verletzen, sodass die Jungen die Arbeit zu Ende bringen können. In unserem nächsten Video jagt dieser Gepard einen größeren Impala und hält es fest, bis sich ein anderer Gepard der Beute anschließt und die beiden ihre Mahlzeit genießen können. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h ist der Leopard zweifelsohne ein gefährliches Raubtier. Im Schutz einer Schlucht begutachtet der Leopard einen ahnungslosen Impala in dieser spannenden und faszinierenden Begegnung, während er sich darauf vorbereitet, den Pflanzenfresser zu überfallen. Bei der nächsten Jagd wird der Spieß umgedreht, als die Gazelle die Gepardenmutter mit ihren Hörnern sticht und sie schwer verletzt. Die Gepardenmutter ist so verletzt, dass sie möglicherweise nicht mehr jagen kann. Das bringt sie und ihre Jungen in große Gefahr, von Löwen gejagt zu werden. Nummer 5. Roadrunner vs. Schlange. Der Roadrunner ist eines der seltenen Raubtiere der Klapperschlangen und tötet sie in einer spektakulären Vorführung von Agilität, Geschwindigkeit und Wildheit. Die Klapperschlange in diesem Video wird getötet, indem der Vogel den Kopf der Schlange auf den Boden schlägt. Aber sie können Schlangen auch töten, indem sie ihnen den Hinterkopf aufpicken. Im nächsten Video schleicht sich der Roadrunner an eine Klapperschlange heran, aber die Schlange wittert die Gefahr und versteckt sich. Wird der Roadrunner einen Weg finden, die Schlange einzuholen? Schließlich vernichtet der Roadrunner die Schlange, indem er sie in seinem Maul hält und seinen Kopf heftig auf und ab schwingt, um sicherzugehen, dass die Schlange tot ist. Roadrunner, wenn er dich erwischt, bist du erledigt. Nummer 4. Hahn gegen Hund.
Hunde können einen Hahn leicht töten, wenn sie es wirklich wollen. Es sei denn, der Hund ist ängstlich und gegen Tierquälerei. Aber Hähne schrecken vor einem Kampf nicht zurück und versuchen so lange wie möglich den Hund zu verscheuchen. Hier ist ein perfektes Beispiel dafür, wie dieser weiße Hahn es mit einem Hund aufnimmt. Der Hahn ist nicht zu stoppen und der Hund weicht immer wieder zurück, während der Hahn immer weiter marschiert. Der Hahn stürzt sich sogar mit seinem Schnabel auf den Hund und der Hund kann sich mit seinen Pfoten schützen. Das ist ein ziemlich aggressiver Hahn. Dieser ziemlich große, rote Hahn macht einem anderen Hund das Leben schwer. Ich bin immer wieder erstaunt, wie widerstandsfähig diese Hähne sind. Es scheint, als hätten sie vor nichts Angst. Bis zu dem Punkt, an dem dieser Hahn den Hund tatsächlich verjagt. Als nächstes hat dieser kleine Hund seine Pfoten voll mit dem Hahn, aber der Hahn geht nicht wie John Wick auf den Hund los, also ist dieser Kampf im Vergleich zu den vorherigen eher wie ein Spielkampf. Als nächstes geht der schwarze Hahn in die Offensive, als der Hund ihn daran hindert, seine Freundin zu sein. Der Hahn warnt den Hund, ihn zu der Liebe seines Lebens zu lassen, sonst werde es gefährlich. Der Hund ist stur und sagt dem Hahn, er solle sich verziehen. Schließlich kommt es zu einer weiteren Rauferei, bei der der Hahn der König des Hügels ist. Die Hähne haben so viel Energie, dass sie die Hunde müde machen. Gut für sie! Nummer 3. Schneeleopard. Schneeleoparden haben die Fähigkeit, Tiere zu töten, die das Dreifache ihres eigenen Körpergewichts haben. Yaks, Blauschafe, Agali-Wildschafe, Steinböcke, Murmeltiere, Pikas, Hirsche und andere kleine Säugetiere gehören zu den Tieren, die sie fressen. Die lokalen Gemeinschaften jagen auch die Tiere, die Schneeleoparden normalerweise jagen, wie zum Beispiel die Agali-Schafe. In unserem ersten Video versucht dieser Schneeleopard, ein Yak-Baby zu reißen. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass die Erwachsenen Yaks zur Verteidigung des jungen Yaks kommen. Obwohl die Katze das Kalb am Hals hat, stürzt sich die Mutter weiter auf den Schneeleoparden, bis dieser loslässt und wegläuft. Beobachte, wie der Schneeleopard ein paar akrobatische Kunststücke vollführt, während er den Himalaya-Steinbock über die felsigen Klippen jagt. Das ist sicherlich nicht das einfachste Terrain, um ein Tier zu jagen. Aber der Schneeleopard meistert es gut. Nur reicht es nicht, um ihn zu erlegen. Schließlich rennt diese Bergziege um ihr Leben, als der Schneeleopard sie einen Berg hinunterjagt. In letzter Sekunde, wenn du denkst, dass es für die Ziege vorbei ist, schafft sie es, der flinken Katze zu entkommen. Was für ein Lauf! Nummer 2. Würgervogel. Der Würger ist ein raubvogelähnlicher Singvogel mit raubvogelähnlichen Merkmalen. Dieses schwarz-weiß-graue Raubtier mit Maske jagt Insekten, Vögel, Eidechsen und kleinere Säugetiere von Strohmasken, Zaunpfählen und anderen auffälligen Sitzstangen in weiten Teilen der nordamerikanischen Prärie und anderen offenen Gebieten. Würger können ihre Beute normalerweise nicht lange genug festhalten, um sie zu fressen. Also spießen sie sie auf umliegende Stacheln auf. Um ihr Revier zu behaupten oder Weibchen anzulocken, sammeln sie ihre Beute häufig in stacheligen Büschen. Kleine Reptilien und Frösche werden ebenfalls gejagt, aber sie werden oft unbeaufsichtigt gelassen. In unserem ersten Video macht sich dieser Würger einen Spaß daraus, diese kleine Schlange zu jagen. Sie sieht so aus, als würde der Würger an diesem Tag keine Probleme beim Fressen haben. Der Würger mag wie ein Leichtgewicht aussehen, aber er ist ein kaltblütiger Killer. In diesem Video nutzt er die Dornen des Akazienbaums, um seine Beute aufzuspießen. Und er dient auch als Speisekammer. Hat jemand Lust auf eine Eidechse auf dem Grill? Als nächstes greift dieser Holzkopfwürger einen Spatz an und beginnt ihn zu fressen, während er ihn wegschleppt. Ein weiterer Spatz beißt ins Gras, während dieser Würger sein Leben in der Kälte des Winters beendet. Schließlich steht der Würger auf einem Ast und beißt in sein totes Opfer, das der tödliche Vogel mit einem stacheligen Dorn aufgespießt hat. Wie wäre es mit ein bisschen Heavy-Metal-Musik dazu? Nummer 1. Ratte vs. Krähe. Eine Krähe ist vorsichtig genug, um vor einem vermeintlichen Rattenangriff zurückzuweichen. Die Krähe wird auf eine Ratte picken, bis sie stirbt, wenn sie schwach genug ist. Die Krähe hat zwei Möglichkeiten, wenn sie die Ratte tötet. Sie frisst sie entweder an Ort und Stelle oder trägt sie an einen sicheren Ort weg. In unserem ersten Video behauptet sich die Ratte gegen die Krähe. Die Krähe versucht, die Ratte am Schwanz zu packen und ein paar Mal an ihr zu ziehen. Aber die Ratte schafft es immer wieder, ihr zu entkommen. Schließlich hat die Ratte genug und zieht sich zurück, gerade rechtzeitig für eine Wiederholung von All in the Family. Die Konfrontation zwischen Ratte und Krähe wird nicht als einer der größten Kämpfe aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Es sieht eher nach einem Polka-Tanz als nach einem Kampf aus. Als nächstes versuchen zwei Krähen, eine Ratte anzugreifen und es scheint, als würden die Krähen immer die gleiche Technik anwenden. Sie versuchen, die Ratte am Schwanz zu packen, aber es funktioniert nie. Ich denke, die Krähen sollten ihre Angriffsstrategien überdenken, wenn sie erfolgreicher Ratten töten wollen. In unserem nächsten Clip isst diese riesige Ratte zu Mittag, als ein paar Krähen versuchen, sie zu stören.
Die Ratte lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und wendet den Krähen sogar den Rücken zu, damit sie ihr Fressen genießen kann. Schließlich beißt die Krähe die Ratte in den Rücken, aber das bringt nicht viel. Die Ratte steht fast regungslos da, als ob sie darauf warten würde, dass die Krähe verschwindet. Ich vermute, die Ratte hält sich an ihrem Leben fest und betet, dass die Krähe genug hat und wegfliegt. Wir haben einige unglaubliche Kämpfe gesehen, aber mein Favorit ist der Würger. Ich hatte noch nie von diesem Vogel gehört, aber die Art und Weise, wie er seine Opfer aufspießt, ist der Wahnsinn. Welcher war dein Favorit? Verrat es uns in den Kommentaren unten. Das war unsere Liste der 15 gnadenlosesten Tierkämpfe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du auch unsere neuesten Videos siehst, sobald sie hochgeladen sind. Das war's für den Moment.